Servus, meine lieben Freunde. Heute gibt's wieder ein Video von mir. Heute mit dem Thema Training zum Laufband-Weltrekordversuch, der was ja am 1.9. bis 1.10. stattfindet. Für alle, die mich jetzt nicht kennen, ich plane dieses Jahr am 1.9., also Start am 1.9., einen 30-tägigen Laufband-Weltrekordversuch. Da werden dann auch die bekannten Rekordinstitute mit dabei sein und das Ganze kontrollieren. Ziel ist es, innerhalb von 30 Tagen so viele Kilometer, wie es nur möglich ist, zu absolvieren. Es soll zumal auch der längste Laufbandlauf aller Zeiten werden, eines Menschen. Ich selber habe schon 14, 15 Jahre Langstreckenlauferfahrung. So aus dem Ärmel schütteln kannst du einen Lauf eh nicht, weil du mit vielen Themen konfrontiert bist, wie Schmerzen, Müdigkeit, Belastung, mentale Komponenten und. Da spielen viele Dinge mit, um überhaupt so einen Weltrekord absolvieren zu können, beziehungsweise erfolgreich absolvieren zu können, denn der Weltrekord liegt bei 1793,28 Kilometer von einem Kanadier aufgestellt. Das sind umgerechnet mindestens 60 Kilometer pro Tag zu laufen, das 30 Mal hintereinander. Das heißt, der Körper hat schon eine immense Belastung von Tag zu Tag. Und dafür muss man sich halt auch vorbereiten. So, ich habe jetzt auch schon begonnen, mein Training dieses Jahr zu beginnen. Es sah, beziehungsweise sieht so aus, dass ich 2 bis 3 Mal in der Woche schön aufgeteilt bis zum 1.9. ein sehr hohes Pensum habe. Davon war eines jetzt schon, dass ich diese Woche gelaufen bin. Das waren 420 Kilometer in der Woche. Das sind zumal 60 Kilometer pro Tag. Ich bin diese 60 Kilometer in diesem Training nicht auf dem Laufband gelaufen, weil mich viele fragen, warum ich das nicht am Laufband gemacht habe. Das hat einen ganz speziellen und wichtigen Hintergrund. Zum einen mache ich solche Trainings ja noch dreimal bis zum Weltrekord. Das heißt, da wird es dreimal noch, also jetzt nur noch zweimal, so hohe Pensen geben, über 400 bis 500 Kilometer. Davon wird eines davon auch mit Laufbandbeteiligung sein, wo ich das auch am Laufband laufen werde. Dass ich es jetzt nicht gelaufen bin, hat keinen Corona-Hintergrund oder sonst irgendwas, ja. Sondern weil die Belastung draußen drinnen am Laufband zwei unterschiedliche Sachen sind, zwei unterschiedliche Elemente sind. Man kann durchaus sagen, dass draußen laufen durchaus schwieriger ist, vom Gefühl her, von den Muskelkomponenten, von der Muskulatur her. Du musst dich ja sozusagen wegdrücken vom Boden, während du beim Laufband wird dir der Boden unter den Füßen weggerissen. Ist auch anstrengend. Ja? Also wenn ich es mal jetzt aussuche, diese zwei Sachen, ist Laufbandlaufen sicherlich anstrengender, was das Mentale angeht, aber auch die Belastung ist anders als wie draußen sicherlich. Aber diese Muskelpartien, die man sich da einfach noch mehr stärken kann, kann ich halt draußen besser kontrollieren. Das dazu. Es bleibt mir aber dennoch nicht erspart, auch das Laufband zu benutzen, denn auch wenn es für mich jetzt nicht mental so diese heraus, es klingt vielleicht jetzt ein bisschen ja, groß daher geredet, aber es ist mental jetzt nicht so das Thema, dass ich jetzt sage, ich laufe jetzt 60, 70 Kilometer am Laufband. Was für mich dann eher interessant ist, wie ist es mit der Flüssigkeitszunahme? Man schwitzt wesentlich mehr in den Räumlichkeiten, das kannst du natürlich dann mit draußen wiederum nicht vergleichen. Ne? Draußen hast du halt immer frischen Sauerstoff, währenddessen du drinnen, weil wir, beziehungsweise ich laufe ja, geplant ist es ja beim Intersport drinnen zu laufen am Laufband und da schwitzt du halt dann schon deutlich mehr als dann draußen. Jetzt überhaupt im Winter, wo es bei uns knackige minus 3 Grad hat, da brauche ich nicht viel trinken, währenddessen ich dann am Laufband wesentlich mehr trinken muss. Dies wiederum ist auch wichtig, weil die Gefahr von Entzündungen, wir hatten ja auch schon Blutvergiftung, leider Gottes, sind Dinge, die mit dem Schweiß, mit Reibung und allem drum und dran dann zusammenhängen. Das gehört trainiert und daher werde auch ich
beim nächsten langen Training das Laufband dann benutzen. Was ich jedoch auch schon bei meinem damaligen Weltrekordversuch im 7-Tage-Laufbandlauf nicht mache, ist mich zu sehr übersättigen mit Laufbandläufe. Ja. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr jetzt wo eingeladen seid am Wochenende, wo es jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Pizza essen geht, ja, dann werde ich nicht 3, 4 Tage davor, weiß nicht, ein, zwei Mal Pizza essen, damit ich dann am Sonntag wieder Pizza essen gehe, dann hast keinen Guster mehr drauf. Ne? Und so ähnlich ist es auch mit dem Laufbandweltrekord. Wenn ich jetzt nur allzu oft am Laufband immer und immer, immer, immer wieder trainiere, dann ist da eine gewisse Übersättigung dabei. Und das möchte ich natürlich dann auch vermeiden, denn immerhin habe ich dann 30 Tage die Zeit, mich am Laufband auszuduppen. Genau. Das einmal dazu. Also mein Training sieht momentan vor ein hohes Pensum mit 400, 420 Kilometer die Woche. Können sich sehr wenige vorstellen, funktioniert aber. Man kann sagen, um die 5 bis 6 Stunden Zeit pro Tag investiere ich darin. Das sind wieder umgerechnet so um die 30 Stunden in der Woche. Ich verbrenne pro Tag um die 5000 Kilokalorien. Kann man immer sagen, pro Tag verbrenne ich 5 Pizzen. Das muss ich natürlich auch alles füllen. Da kommen dann schon in der Woche um die 30 Pizzen wieder zusammen. Also es sind Dimensionen, die sich Normalsterbliche gar nicht stellen können. Aber ich bin auch nur ein Mensch, muss ich dazu sagen. Gell? Ich spüre es genauso. Ich habe genauso einen Hunger. Es macht einen Spaß. Es ist eine Challenge. Ja? Und ich bin mir sicher, dass wir den längsten Laufband-Weltrekord nach Österreich bringen können mit eurer Unterstützung. Gell? Ihr könnt das Ganze natürlich dann auch über Livestream dann verfolgen. Auf meiner Website www.rainerbredel.com findet ihr eigentlich alle Informationen zu dem Laufbandweltrekord. Und wenn es Fragen gibt, könnt ihr gerne in die Kommentare eure Fragen stellen. Ich beantworte sie natürlich sehr, sehr gerne. Ich wünsche allen natürlich noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und schöne Grüße, Bussi Baba, euer Rainer Predel.